Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf Deichgamers Teststrecke. Ja, für heute habe ich uns mal Foundation rausgesucht. Ich wechsle mal ganz kurz auf die Steam-Seite. Und zwar ist hier die Beschreibung: Foundation ist eine rasterlose, entspannte mittelalterliche Städtebausimulation mit einem starken Fokus auf die organische Entwicklung, die Erstellung von Monumenten und dem Ressourcenmanagement. Ja, Steam hat ja aktuell den, keine Ahnung, wie es sich nennt, also Sonderangebote. Das heißt, das Spiel ist noch bis zum 4. Januar. Also das Video kommt heute am 3. Januar raus. Also da müsstet ihr euch ein bisschen beeilen. 25% Nachlass, 22,49 €. Normaler Preis 29,99 €. Ja, dann würde ich sagen, starten wir ein neues Spiel. Ich würde sagen, als Ostfriese fühle ich mich doch an der Küste am besten aufgehoben. Keine Mods gefunden, das macht nichts. Ich habe auch keine runtergeladen. So, und dann schauen wir hier mal einmal rein. So. Ein Neuanfang. Nach einer langen Reise durchs Reich erreicht euer Volk endlich ein neues Land, euer Land. Gebiete, die zu besiedeln ihr gebeten wurdet, regiert nach eurem eigenen Gutdünken. Euer Volk harrt eurer Befehle, sie sind begierig, euch mit Rat zu dienen, so ihr dessen bedürft. Ja, das ist jetzt die Entscheidung, will ich ein Tutorial spielen oder nicht. Und wir machen natürlich das Tutorial. So, Ratschlag, euer erstes Gebiet. Der erste Ratschlag kommt von einem der ältesten eurer Dorfbewohner. Er schlägt vor, euer Hauptaugenmerk auf die Grundbedürfnisse zu legen, wenn ihr euch niederlasst. Beeren für euer Volk, Stein und Holz für den Bau von Gebäuden, der Rest wird sich schon finden. Ja, setzen wir den Ratschlag in die Tat um. So, dann ist die Frage, wir haben, das müssten Beeren sein, wir haben ein bisschen Holz, wir haben Stein, dann kaufen wir dieses Gebiet. So, Ratschlag, euer Stadtgebiet auswählen, abgeschlossen. Ratschlag, euer Dorfzentrum platzieren. Hinzugefügt. Ratschlag, eure Aufgabe, jetzt sei entschlossener, wo ihr ins Ansiedeln wollt, das Dorfzentrum errichten. Bauen. Dorfzentrum. Normalerweise wird das hier hervorgehoben, deswegen war ich gerade ein bisschen verwundert. Wie kann ich drehen? Steuerung halten und Maus bewegen. Okay. Dann würde ich sagen, platzieren wir hier mal unser Dorfzentrum. Jetzt bestätigen den Bau. Dorfzentrum, nichts zu berichten. Okay. Jetzt haben wir hier ein Ausrufezeichen. Ratschlag, Arbeit organisieren, Herausforderung. Erfolg, stehe beim Aufbau der Siedlung. Ereignis ansehen. Ah ja. Der zweite Ratschlag kommt von einer jungen, kühnen Frau. Anstatt dass jeder für sich selbst sorgen muss, schlägt sie vor, Arbeiter in Arbeitsstätten zu beschäftigen. Baumeister in Bauhütten, Holzfäller in Holzfällerlagern, Bärensammler in ihren Hütten und so weiter. Ja, setzen wir das auch in die Tat um. Aber warum sollte ich hier jetzt reingucken? Um mir die Herausforderung anzuschauen, okay? Berühmter Baumeister. Erreicht einen Wohlstand von 500. Habt 100 Bürger. Ja, gut. Schauen wir mal. So, wir sollen eine Bauhütte platzieren. Die würde ich sagen, ist der Fall mit dem Zugang. Hat offensichtlich mehrere. Ja, platzieren wir hier und sagen auch bauen. Ja, ein paar Materialien haben wir ja hier oben. Also hier einmal unsere Eurons. Das ist der Trend, den gibt es noch nicht. Wir haben 10 Beeren, wir haben 20 Stoff, 55 Holz, 25 Werkzeuge. Hier ist unsere Bevölkerungsanzahl, die Zufriedenheit. Arbeitslose, ist klar. So, einen Baumeister zuweisen. Dann einen oder mehrere? Weist einen Baumeister zu. Okay, dann machen wir das.
So, nehmen wir doch einmal gleich hier oben. Einmal Baumeister bitte. Holzfällerlager errichten. Wo wollen wir es platzieren? Bitte, 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 bitte. Ich würde sagen, wir platzieren den hier. Bauen bitte. Beatrice bringt zwei Werkzeuge. Das ist schön. Dann bring du die mal neben. Holzfällerlager errichtet. Ratschlag, einen Holzfäller zuweisen. Kriegen wir auch hin. Dann bist du jetzt Holzfäller. Ratschlag, Abbaugebiete bestimmen. Erstes Abbaugebiet. Das Zeichenwerkzeug ermöglicht es euch, eure Lande für unterschiedliche Zwecke zu verwenden, wie beispielsweise Holzfällerei, Landwirtschaft oder Wohnen. Ihr könnt damit auch den Zugang zu bestimmten Gebieten einschränken. Das sollst du wohl sein. So, dann haben wir hier Abbau. Und dann können wir hier einfach mit Linksklick. Ich würde sagen, wir machen. Hier auch gleich mal abbauen und die sollen hier ja nachher auch die Beeren mit abbauen. Das ist, glaube ich, das gleiche Prozedere. So, dann gehen wir da mal wieder raus. Wie soll es weitergehen? Nahrungsmittel sammeln. Du bist ein Forsthaus und du bist eine Sammlerhütte. Ich sage, packen wir die Sammlerhütte mal hier in die Nähe der Beeren. Einmal bauen bitte. Aufforstung. Okay. Wo will ich denn aufforsten? Ich würde mal sagen. Die Geschichte hier machen wir auch. Ja, das geht auch nur bis zu unserem Gebiet, von daher können wir nicht drüber hinausschießen. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Aufforstung. Und dann. Gut, er sagt es uns noch nicht. Da will ich gar nicht rein. So, das mal wieder zu. Ja, ansonsten, das ist das am weitesten rausgezoomte. Und das ist tatsächlich das am weitesten. Ne, ich kann noch weiter rein. Okay. Das ist jetzt ein bisschen arg heftig, aber okay. Aber da kommt der Wuselfaktor doch ganz gut rüber. So, Aufgabe. Wo ist denn das jetzt eigentlich mit der... Ich hatte doch hier, wurde mir doch neu eine Forsthütte angezeigt. Habe ich überhaupt schon Bärensammler zugewiesen? Ich glaube nicht. So, wir bauen die Forsthütte jetzt hier mal daneben. Und dann... Hier mal einmal Sammler.
So, Mittagspause oder? Ach so, in zwei Paketen. Aber das Holz ist doch vollständig da. So, Nahrungsmittel sammeln abgeschlossen. Sehr schön. Ratschlag, Bedürfnisse und Zufriedenheit. Jetzt, da ihr die Arbeiter beschäftigt habt, könnt ihr nach ihren Bedürfnissen ihre Zufriedenheit schauen. Stellt sicher, dass sie Zugang zu frischem Wasser und einem Wohnhaus haben. Was die Nahrungsmittel angeht, benötigt ihr zuerst Untertanen, die die gesammelten Beeren einlagern und verteilen. Von da an hat euer Dorf alles, wessen es bedarf, um die erste Welle an Zuwanderern willkommen zu heißen. Okay. Was soll ich jetzt tun? Das Abbaugebiet Rohstofflager. Das Lagern von Nahrungsmitteln in Speichern oder von Waren im Lagerhaus erlaubt euch deren Verteilung im Dorf. Ich habe jetzt hier einen Speicher und ich habe... einen Steinbruch. Den werde ich wahrscheinlich brauchen, um das zu bauen. Ne? Ja. Dann bauen wir doch erstmal einen Steinbruch. Setzen wir den da hin, lassen wir das Ganze bauen. Ich würde sagen, wir können hier ja nochmal, noch haben wir ja ein paar Baumeister, ein paar Arbeitslose. Nochmal einen zweiten Baumeister einstellen hier. Dann brauchen wir einen Förster. Sehr schön. Dann hatten die jetzt irgendwas von Wohnhäusern gesagt. Ist hier aber noch nicht angezeigt, okay. Ich kann ja die Zeit auch mal ein bisschen vorstellen, dann kommen wir ein bisschen voran hier. Steinbruch gebaut, lass mich raten, Bergarbeiter. So. Dann brauche ich wie viel Stein für den Kollegen? Wird das angezeigt? Ja, 5. Okay. Wir können ihn ja schon... Halleluja, ist das ein Brüller. Wir können ihn aber ja schon mal platzieren. So. Ah. Dreht ein bisschen arg schnell. Ich würde mal sagen, wir setzen ihn mal hier an unseren Dorfplatz. Wir sagen hier schon mal bauen, denn die Steine werden ja kommen. Ja, der erste ist schon da. Hatten wir zwei Baumeister jetzt eingestellt? Ja. Drei könnten wir, aber hier muss noch jemand arbeiten. Und so weiter und so fort. So, die Zufriedenheit liegt immer noch bei 0%. Kein Wasser, keine Nahrung. Okay, interessant. Sammler haben wir, Steinbruch haben wir, Holzfäller haben wir, Forst haben wir, Speicher haben wir, Bauhütte haben wir. Ja, wie gesagt, lässt sich alles, so wie auch in der Steam-Beschreibung ja genannt, rasterlos hier platzieren. Die Wege entstehen automatisch da, wo die halt am häufigsten langlaufen. Finde ich auch putzig. Ja, so, wie sieht es hier aus? Zwei Steine sind schon da, Holz ist vollständig da. Gehen wir einmal auf Maximal.
So, dann ist das jetzt wohl 4 von 5. Jawohl. Ein Stein noch, aber er hat gerade Pause. Ah, jetzt wird weitergearbeitet. Sehr schön. So. Ja, ich finde das auch nett simuliert, wie das Gebäude hier so entsteht. Ja, so Schritt für Schritt von unten nach oben. Okay, der erste Baumeister hat schon wieder Feierabend. Jetzt geht's weiter. So, stellen wir die Zeit mal wieder auf 2 runter. Dann besorgen wir uns hier mal einen Träger. Weist Bären den Speicher zu. Okay, das muss ich auch machen. Ressourcen auswählen. Bären. Jawohl. Und 100 Belohnung. Ist ja nice. Bringt mir zwar gerade nichts, weil wir nicht mehr als 500 aktuell lagern können, aber... So, Ratschlag Wohngebiete ausweisen. Wohngebäude einzeichnen. Dorfbewohner wollen ihre Häuser nahe bei ihren Bedürfnissen und ihrem Arbeitsplatz bauen. Zeichnet dementsprechend die Zonen ein. Alles klar. Wohngebiete. Wir sollen dabei hier nicht wieder aufforsten. Ja, Stein kann ich schlecht wieder aufforsten. Machen wir hier jetzt mal... Oh Gott, da bin ich gerade abgerutscht. Das sollte so gar nicht. Aber ich glaube mit Rechtsklick, genau. Mit Rechtsklick kann man es revidieren. So. Was haben wir hier? Territorium. Gebiet kaufen, um zu expandieren. Eine kostenlose Gebietserweiterung. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Sehr schön. So, was können wir jetzt neuerdings? Errichtet Brunnen, errichtet Markt mit Marktstand, weist einen Markthändler zu, weist Bären den Marktstand zu. Okay, langsam. Erstmal bauen wir einen Brunnen. Dieser Brunnen. Ungültige Position. Ah, hier. Gut, bauen wir da einen Brunnen. Was ist das für ein Zeichen? Steht außerhalb von Wohngebiet. Warum? So angenehmer. So. Brunnen wird gebaut, dann sollen wir jetzt noch einen Markt bauen. Ich sagen, den setzen wir jetzt einfach mal nach hier. Ein Marktstand. Platzieren wir mal da. Bauen bitte. Brunnen gebaut. Sehr schön. Dann sollte die Zufriedenheit, genau. Unterkunft minus 15, Wasser minus 23, Nahrung minus 50. Ja gut, wir arbeiten ja dran. Das ist idyllisch. Diese Naturgeräusche im Hintergrund. Nette kleine entspannte Musik. Ja, dann was
Auch genau wie bei den Straßen, die Wohnhäuser, die bauen sich selbst. Wir müssen halt nur das Gebiet ausweisen dafür. Dann entstehen hier nette kleine Häuserlis. Der Markt wurde gebaut. Dann wollen wir den auch mal eben, komme ich da ran, ja, einen Markthändler zuweisen. Und dann sollten wir irgendwo auch Ressourcen zuweisen. Da. Beeren. So, dann kann das auch laufen. Ja, da wir hier Land dazu gekauft haben, würde ich sagen, erweitern wir das Wohngebiet hier auch noch ein bisschen. Das Abbaugebiet, das können wir hier schon wieder wegnehmen. Da stehen ja gar keine Bäume mehr. Schwupps, nächstes Häuslein. Moment, hier stehen noch Bäume. Ja, Nachfrage ist da, würde ich sagen. Was ist hier los? Dich habe ich nicht wieder weggeklickt, alles klar. Weist all euren Dorfbewohnern einen Beruf zu. Erhöht die Zufriedenheit auf 75. Ja gut, wir können ja noch einen Sammler beschäftigen. Und noch einen Träger beschäftigen, oder? So, aber einen Arbeitslosen haben wir noch. Dann würde ich sagen, wir machen noch einen Holzfäller. Hä? Ich habe doch gar keine Arbeitslosen mehr. Viertes Wohnhaus. Das wird, glaube ich, wird das noch eins oder wird das nur ein Nebengebäude? Naja, wir werden es gewahr. So, bei 65% sind wir. Nahrung 25. Aber wir haben ja jetzt einen zweiten Sammler, dann wird das ein bisschen schneller gehen, denke ich mal. Strandbäume. Wer kennt sie nicht? Ah ja, Moment, dann können wir hier das Abbaugebiet auch noch erweitern. Kann ja mal alles. Da können die alles abholzen. Aufgeforstet wieder an anderer Stelle. Weil ich finde das jetzt ein bisschen deplatziert hier. Das war Quatsch hier. Aus der Perspektive nicht so 1A zu erkennen. So, jetzt aber. 70%. Ja, in der Wartezeit mal einmal ganz kurz nachschauen, ob ich hier irgendwo. Umschalten, Steuerung U, was soll das sein? Ah ja, das habe ich gesucht, alles klar. So, komm, die letzten 5% werden doch wohl auch noch, werdet ihr doch wohl noch schaffen, oder? Gehen hier noch mal bei. Einmal bis an den Strand ran. Auf dem Strand bauen sie, glaube ich, auch nicht.
Womit habt ihr jetzt so die größte Unzufriedenheit? Mit Nahrung. Ja, aber ich kann ja noch nicht mehr, oder? Habe ich jetzt was übersehen? Nö, ich habe nur die Sammlerhütte und den Brunnen. Das haben wir gebaut. Ja, okay, 73 jetzt schon. Kommt doch voran. Ja, ansonsten, wenn man sich jetzt hier kurz die Map-Größe noch so vor Augen halten möchte. Hier ist jetzt Map-Ende. Ich, wie gesagt, weiter als so kann ich nicht rauszoomen. Aber ich würde sagen, da kannst du eine Menge bauen. Und das jetzt mal mit unserem kleinen Fleckchen da vergleichen. Ich glaube, hier kann man einige Oh Gott, geht das schnell. Kann man einige Stunden drin verbringen in dem Game hier. So, immer noch 73. Wollen wir noch ein bisschen Land dazu kaufen? Ich würde sagen, das kaufen wir uns noch einmal. Weil hier gibt es auch Fisch. Wer weiß, wofür es gut ist. Fliegende Fische offensichtlich. Ja, ich finde das putzig gemacht. Von der Grafik absolut okay. Und halt, ja, das, was ich sehr gerne mag, dieser Wuselfaktor. Wenn du nicht nur managst, sondern den dann auch wirklich bei der Arbeit zugucken kannst. Wenn wir hier mal gucken, der ist wirklich da mit der Spitzhacke unterwegs und baut den Stein ab. Ist schon nimmig. So, Moment. Wir haben vom Handel profitieren. Ein geschäftstüchtiger Dorfbewohner schlägt vor, dass ihr eine Handelsroute zu eurem nächsten Nachbarn Northbury einrichtet. Dies wird euch erlauben, Ressourcen zu verkaufen und Waren zu importieren, die ihr nicht selbst herstellen könnt. Ihr solltet mit Brettern beginnen, da Northbury diese braucht. So, dann setzen wir das um. Wir sollen jetzt ein Lagerhaus errichten. Das ist. Nee, das ist ein Sägewerk. Wo ist denn das Lagerhaus? Erwerbt Lagerhaus im Almanach. Fortschrittsseite. Okay, errichtet Lagerhaus, weist Bretter dem Lagerhaus zu. So Bretter kriege ich aber ohnehin nur, wenn ich auch ein Sägewerk habe. Und das sollten wir dann ja vielleicht nicht allzu weit weg platzieren. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie groß dieses Lagerhaus ist. Wir drehen das Sägewerk mal. Guck mal, so kann man. Also wir bauen das Sägewerk jetzt mal hier. Mal bauen bitte. Und dann sollen wir im Almanach Gebäude freischalten. Ressourcen. Okay, da können wir dann wahrscheinlich die Handelsroute öffnen, wenn wir hier die 20 Bretter haben. Chronik, Fortschritt. Möge man mir Forschungsseite. Chronik. Wir haben zwei Neuankömmlinge, das ist doch schon mal nett. Ressourcen. Haushalt. Ah. Allgemeiner Fahrt, Lagerhaus. Zahlt 25 zum Freischalten. Die haben wir. So, dann sollten wir das Lagerhaus jetzt hier haben. Da ist es. Alter, noch so eine Wuchtbrumme. Ich sage, das platzieren wir jetzt einfach mal da. Bauen das Ganze. Fehlende Ressourcen. Holz. Ja gut, es ist ja eine Arbeit. Ich spule die Zeit nochmal vor auf 3. Mehr geht auch nicht. Ne, hier kann ich nicht mehr anklicken. Ja, zwei neue Dorfbewohner passt ja. Einer fürs Sägewerk, einer fürs Lagerhaus.
Wollen wir noch mal gucken, dass wir hier eine Handelsroute eröffnet kriegen. Eine hohe Zufriedenheit eurer Dorfbewohner hat Neuankömmlinge angezogen. Es gibt weitere Faktoren, die dabei helfen, die Einwanderung zu erhöhen. Ihr solltet sie im Auge behalten, wenn euer Dorf wachsen soll. Okay. Mal so ein bisschen Holzmangel hier. Ach, ich hab. Die sind wieder abgehauen jetzt, ne? Ich hab vergessen, ich muss die ins Dorf einladen. Das wurde der, deswegen wurde das auch im Rot angezeigt. Na gut. Dann müssen wir noch warten, bis neue kommen. Aber wir sehen ja hier Einwanderung hoch. Mit Zufriedenheit Mittelbeschäftigung hoch. Ankunft in 5 Tagen. Ja gut, okay. Stimmt, ich muss. Ja, da kommen sie ja schon. Das waren 5 Tage. Na egal. So, wir müssen die nämlich einmal anklicken und dann gehören sie zu uns. Ja, jetzt habe ich hier wieder 3 arbeitslose Dorfbewohner. Hier ist alles Material da. Da fehlt noch Holz. Ne, Bretter. Gut. Die müssen wir hier aber erstmal produzieren. Ich würde sagen, wir. Habe ich keinen zweiten Holzfäller eingesetzt? Ne, wollte ich, und dann waren uns die Arbeitslosen ausgegangen, ne? So, du gehst nochmal Holzfäller. Gut, hier wird jetzt noch nicht großartig expandiert, aber. So, Pero. Pero wird hier Sägewerker. Ja, die Steine sind gleich vollständig. Und die Bretter müssen wir erst herstellen. Gut, aber wir haben eine höchste Spielgeschwindigkeit. Jetzt bauen die tatsächlich. Stand da nicht schon ein Haus? Ich bin etwas irritiert. Baumaterialien fehlen. Ja gut, hilft ja nichts. Produziert Ressourcen. Unsere ersten Bretter werden gefertigt. Da kommen Neuankömmlinge, die sind doch gern genommen. Weil dann können wir nämlich gleich noch einen dritten Holzfäller einstellen hier. Monatlicher Bericht. Gebietserwerb minus 125, Konstruktion minus 20, Unterhalt minus 3, Unterhalt was auch immer, minus 3. Gut. So, dann nehmen wir auch noch einen zweiten Sägewerker. Und die anderen beiden, die spare ich mir jetzt fürs Lager auf. Da werden wir ja wahrscheinlich noch wieder Träger benötigen. Ja, hier wird fleißig produziert, das ist schön. Ja, da fehlt ja auch nicht mehr so viel. Gavin bringt 2 Bretter her. Das ist schön. Ja, und dann brauchen wir 20 Bretter auf Lager, dann können wir diese Handelsroute freischalten. Ich denke, das kriegen wir in diesem Angezockt auch noch hin. Was machen die da? Bauen die das jetzt neu aus, oder? Oh, hier ist ein
Keine Ahnung, ich werde es im Video sehen, ob da noch schon ausstand oder nicht. Ein Brett noch. Errichtet Lagerhaus, weist Bretter dem Lagerhaus zu. Ja gut, das kriegen wir gleich hin. Dann weisen wir hier mal Bretter zu. Wir haben noch zwei Neuankömmlinge. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein paar Träger. Viele Sammler haben wir. Jetzt ist doch hier noch. Geht das mit den Nahrungsmitteln ein bisschen aufwärts? Sammler einstellen und dann bringen wir hier auch noch einen Steinbruch unter. Bergarbeiter. Ja, dann müssen wir die letzten Arbeitslosen. Den machen wir auch noch mal einmal zum Träger. Dann haben wir sie erstmal wieder alle untergebracht. Dann heißt es jetzt noch kurz warten, dass wir 20 Bretter auf Lager haben. Ach, was ein feines Gewusel hier. Die Rinde ab. Das machen sie schon schick. Ja, 15 haben wir schon. Die Hütte ist voll, okay. Da könnte noch einer rein. Da könnten sogar noch drei rein, okay. Kann ich hier auch mehrere Ressourcen? Weil dann packt doch die Steine da auch mit rein. Okay, eine Gesamtkapazität und kann vier unterschiedliche Ressourcen aufnehmen. Zack, zack, zack. Würde ich sagen, hier noch ein Sammler. Die beiden machen wir dann nochmal zu Bergarbeitern hier. Oder packen wir noch einen Sägewerker? Wir nehmen noch einen dritten Sägewerker. So, auch wieder alle zugewiesen. Dann haben wir inzwischen 25 Bretter. War das hier unter Wirtschaft? Nee, unter Handel. Handelsroute freischalten. Zack. Handelsroute planen. Erlaubt den Verkauf von Brettern im Handelsmenü. Ressourcen. Alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Die Ressource kann nicht gekauft werden. Ich würde sagen, 10 behalten wir und alles oberhalb von 10 wird verkauft. So, Handelsroute aufwerten. Die Verbesserung der Handelsrouten wird euch gestatten, größere Mengen an Ressourcen zu handeln. Ihr könnt eine Handelsroute aufwerten, sobald ihr innerhalb eines Monats ausreichende Ressource von einem Nachbarn gekauft und an ihn verkauft habt. Okay.
Was will ich bei ihm kaufen? Was will ich denn? Also schaltet eine Handelsroute für den Handel mit Bretter frei, haben wir gemacht. Erlaubt den Verkauf von Brettern im Handelsmenü. So, wie viele Bretter haben wir jetzt? Okay, das scheint. Da haben wir mal zwei Neuankömmlinge. Verfolgung, Bevorratung, Favorit. Bevorratung verhindert, dass Dorfbewohner eingelagerte Ressourcen verwenden können. Dies kann für größere Projekte. Nö, will ich ja nicht. Alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Was heißt jetzt Verfolgung? So, was haben wir hier? Ablehnen. Maximaler Lagerbestand, Lager leeren. Habe ich irgendwo was übersehen? Dorfbewohner, Gebäude, Ressourcen, Wirtschaft. Fortschritt. Chronik. Ne, das muss doch hier sein. Kauft von euch Bretter. Verkauft an euch. Ich will sie ja nicht kaufen, ich will sie ja verkaufen. Übersehe ich irgendwo was oder läuft das jetzt schon? Ich würde sagen, wir machen noch mal ein paar Träger hier. Erlaubt den Verkauf von Brettern im Handelsmenü. Dorfbewohner, Arbeitsplätze. Ressourcen, Handelsrouten. Hier kann ich nichts anklicken. Wirtschaft, Haushalt. Hier kann ich mir neue Dinge aneignen. Armee haben wir hier noch nicht. Chronik. Also es kann nur das hier sein. Ich würde mal sagen, 15 Bretter behalten wir für uns.
Das war's. Das hier muss ich anklicken. Ist ja interessant. So. Ratschlag das Gutshaus. Da würde ich aber sagen, wir sind jetzt bei der üblichen Dreiviertelstunde angekommen. Das geht ja jetzt noch bis was weiß ich wohin, was hier noch alles kommt. Ich würde sagen, als Ersteindruck sollte das Ganze reichen. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne euren Kommentar, was ihr von diesem Spiel haltet. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche bei einem neuen Angezockt wieder dabei seid. Bis dahin.